Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldadun, zu einem neuen Amplitz-Test mit dem Zwergenfürst, zu einem schlecht mit der Kamera vom Handy abgefilmten App-Spiel. Ja, und machen wir wie immer gewohnterweise. Wir spielen heute Hillclimb Racing, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, Hillclimb Racing muss das sein. Und das testen wir heute mal an in einem Zwergi-Spaß mit Apps. Naja, dann wurde mal wieder Zeit, das zu spielen. Auf geht's. Wir starten hier ganz einfach mit einem Jeep auf dem einfachsten Gelände. Auf geht's. Probieren wir es mal aus. Und hier ist das Gas und hier ist die Bremse. Na dann, geben wir mal Gas. Und ja, die Bremse brauchen wir eigentlich wahrscheinlich in der ersten Runde sowieso nicht, aber sonst eher weniger. Na dann, hier ist es das Ziel, möglichst unbeschadet ans Ziel zu kommen und nicht auf den Kopf zu landen. So sieht's aus. Und möglichst viele Items und Münzen einzusammeln auf dem Weg. Also das nicht zu machen. Da häng ich fest, da habe ich schon versaut. Ich wollte dir mal zeigen, wie es nicht geht. Hier kann man das Auto tunen. Machen wir mal nicht. Wir wollen hier erstmal die erste Strecke ohne schaffen. Ach, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Wir fangen hier bei dem Checkpoint wieder an. Auch schön. Und dann fangen wir wieder von Anfang an. Ah nein, wir fangen wieder von Anfang an. Ja, solche Spiele habe ich tatsächlich in meiner Kindheit. Ja, ist irgendwie ein bisschen seltsam, von Kindheit zu reden. Wenn man 21 ist. Ja, ja, ist aber so. Ja, Kindheit ist schon vorbei. Damals, zu alten Zeiten, Knacks. Als er sich noch nicht das Genick gebrochen hat. Ja, jetzt müssen wir es mal schaffen, ein bisschen weiter zu kommen. Ja, und was ich sagen wollte ist, damals habe ich viele von solchen Spielen gespielt. Gab es auch online, also im Internet. Einige spielt das nur eine App, die ich mir zwar online runtergeladen habe, aber geht's nicht wirklich. Das Internet benötigt, glaube ich zumindest. Und damals gab es da so eine Seite. Ja, damals. Sehr komisch von damals zu reden, aber es ist ja irgendwie so. Es gab da eine Webseite. Uah! Dafür braucht man die Bremse. Ich glaube, die Seite hieß. Knacks hieß die Seite. Ja. 1001 Spiele oder so hieß die. Und gab da auch noch andere, aber ich glaube, so hieß die. Und da könnte man halt solche und ähnliche leichte Spiele spielen. Ja, so ein bisschen leichtere Indie-Spiele, könnte man fast sagen, spielen. Nichts, was wirklich hochkarätig wäre oder irgendwas, also kein Pokémon-Spiel oder kein kein Skyrim oder was fällt mir noch ein, Mario, kein The Witcher oder sowas. Das einfache Trivialspiele. Wie halt so ein Rennspiel, wo man nicht auf den Kopf landen sollte, oder Rätselspiele oder Puzzlespiele oder
ja, einfache Kinderspiele. Wir waren doch schon fast am Ziel. Das ist die erste Route und ich versage hier. Ja, ist halt so vor der Kamera und das Ganze noch zu moderieren und da noch einigermaßen auf die Kamera aufzupassen, dass das halbwegs gut gefilmt wird. Es sind halt mehrere Sachen auf einmal. Wenn es offscreen spielt, ist das natürlich, ist das dann meistens viel besser, aber ja gut. Das Plaudern, das nimmt oftmals schon viel ab. Na, da haben wir den Checkpoint erreicht. Achso, Level 2 complete. Uah. Level 3 ist das jetzt. Uah. Oh, na komm. Da wären wir fast umgekippt. Ich dachte, wir schaffen nicht mal Level 1. Und da sind wir schon Level 3. Ja, super. Uah. Labern und spielen gleichzeitig ist nicht immer das Beste. Na komm, schaffst du über den Hügel und hinunter. Ups. Na komm, hoch da. Schaffst den Hügel nicht. Das ist wohl kein Hill-Climb-Racer. Ah, verdammt. Naja, gut. Nee, ich werde jetzt mal nicht continuen. Ich werde mal hier gucken, was es noch so gibt. Das kann man sich mit genügend Geld dann das nächste Auto kaufen. Ja, Motocross 75.000. Ja, da müssen wir noch ein bisschen spielen. So, Hügelland. Kann man sich auch in Jahreszeiten kann man sich noch ein neues Hintergrundländchen kaufen. Für 35.000 die Wüste. Kann man gucken, was man sich so alles für das Ingame-Geld leisten kann. Bergwelten und so weiter. Der Vulkan. Ja. Fahrzeuge. Da waren wir gerade. Tun kann man das Ganze. Monster Truck freischalten. Nein. Hat man nicht das Geld für. In der Shop? Ah ja, da kann man echt Geld für ausgeben. Ja. Natürlich nicht. Okay, ja, müssen wir noch ein bisschen fahren, bis wir uns das nächste leisten können. Jetzt müssen wir erstmal auf der normalen Strecke, auf der Gratis-Strecke fahren. Na komm, müssen wir noch mit dem normalen Fahrrad auf der normalen Wiese lang fahren, bis wir für einen Hintergrund oder für eine neue Karre gesammelt haben. Münzen, die Münzen bringen uns, was die Diamanten da, die Kristalle bringen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ja, damit kann man sich bestimmt auch was leisten. Vielleicht beim Tuning, vielleicht bringt das da was. Oh, das Benzin, das hätte ich einsammeln sollen. Uah, nein, komm, nicht umkippen. Diamant. Der Spritz geht langsam alle. Zack. Und da ist er wieder voll. Ups. Könnte man auch mal zeigen, was passiert, wenn der Sprit mehr geht. Da muss man über alle Spritflaschen rüberspringen. Das ist nicht immer leicht, auch wenn man es mit Absicht macht. Und die ging schon sehr leicht im ersten Level auf dem Weg. Das ist noch nicht ganz schwer. Bah. Na, da haben wir es verkackt nach 500 Metern. Ja, so viel dazu. Wir können wir nicht mal scheren. Teilen. Ja gut, was wäre denn, wenn ich hier mal trimmen tun würde? Mal hier ein bisschen 4000 für Motor aufrüsten. Oder die Feder mal aufrüsten. Zack. Das Geld mal dafür ausgeben. Zack. Und die Räder mal ein bisschen. Ja. Machen wir mal hier. Zack. Kein Geld mehr. Mal schauen, wie. Nein, ich will nichts kaufen. Mal schauen, wie sich das jetzt anfühlt.
Ein bisschen getrimmt haben wir. Der Motor ist getrimmt. Alles ist getrimmt. Der Motor und die... Ja. Wie war das nochmal? Die Federn. Der meisten getrimmt. Ah, aber dann landet er wieder auf dem Kopf. Neckflip. Ich lebe noch. Nein, lebe ich nicht. Aber ich hab's geschafft zu sterben. Driver down. Driver down. Sorry. Naja, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein Video mehr mit dem Zwergenfürst, mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Ja, das war's für dieses kleine Klimp Racing. Let's Test. Spaß mit Apps. War mal wieder nötig. Ja, musste ich mal wieder ausprobieren. Da gibt es noch ganz lustige Stehroller. Ja. Ein Reisebus, mit dem kann man auch später mal fahren, wenn man genügend Moneten, Ingame-Moneten gesammelt hat. Ja, Feuerwehrauto und so weiter. Ein Panzer kann man auch noch durch die Gegend fahren. Ja. Und wie gesagt, deutlich nach uns soll es euch gefallen haben. Man sieht sich dann in einem anderen Video wieder. Bis dahin habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Gehabt euch wohl und haut da rein. Ciao, ciao.